Eilige Heusack, Aufgabe abgeschlossen. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Wildflowers. Meine Stimme ist immer noch nicht viel besser, aber dafür haben wir so einiges, was wir jetzt hier wieder machen können. Ich lasse mal das Gießen sein. Eigentlich sollte das ja unser Bot übernehmen. Achso, die sind noch gar nicht fertig, aber... Die Maultaschen, wollte ich gerade sagen. Der Maulbeerbaum ist fertig. Sehr schön. Wir haben auch wieder neue Blätter bekommen. Ich hatte übrigens offline wieder welche reingemacht für... Wo ist denn der Bot hier eigentlich? Der schwirrt hier überall rum, aber nicht da, wo er eigentlich bewässern soll. Hallo? Hier unten, die Blumen sind noch nicht bewässert und nichts. Was macht er denn hier? So geht das aber nicht. Naja, da oben ist er zumindest am Bewässern. So, ich wollte hier einmal Kürbissamen hinmachen, weil ich nämlich offline glaube ich, ich mache das jetzt mal einfach, bis der hier ist, weil ich nämlich offline glaube ich noch ein Beet dazu gemacht hatte. Wie ihr seht, das wächst jetzt hier so langsam. Bin ich auch sehr, sehr stolz drauf. Achso, das stimmt, das war auch wieder ein Maulbeerbaum. Die sind, doch die Zitronen sind fertig, die kann ich noch nehmen. Okay, dann das heißt, ich werde da oben noch eins machen für den, für einen anderen Baum. Da haben wir, glaube ich, jetzt noch nicht, oder haben wir da jetzt schon wieder Dünger für? Ne, da haben wir noch nicht genug Dünger für. Ich habe das hier unten mal ein bisschen umgestellt. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob das jetzt gut oder schlecht ist, wenn ich das so mache. Aber, ach so, stimmt, die Blumen sind jetzt fertig. Aber ich wollte das jetzt so machen, weil man so immerhin viermal Honig hat. Selbst wenn der jetzt langsamer ist. Ich meine, der hat ja Blumen da. Der produziert jetzt gerade gar nicht. Wieso produziert der gar nicht? Der produziert weiter. Der zweite produziert gar nicht. Wieso produziert der zweite jetzt nicht? Weil er ist doch an den gleichen Blumen dran. Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Das sind zwei, die direkt nebeneinander stehen an den gleichen Blumen. Es kann ja nicht sein, dass ich nur eins pro Blume haben kann, oder? Hm. Weil er hat jetzt auch gar keinen Fortschritt, denn das ist jetzt das, was mich jetzt so irritiert. Gut, die haben jetzt keinen Fortschritt, weil da jetzt keine Blumen fertig sind. Das kann ich noch verstehen. Der produziert im Moment aber auch nicht, obwohl der ganz oben steht. Der auch nicht. Okay, jetzt bin ich wirklich verwirrt. Aber die Blumen sind doch hier am Ausschwärmen. Hm. Also wenn es ganz, ganz blöd läuft, dann muss ich das tatsächlich wieder so machen, dass ich die in die Mitte stelle, damit die produzieren. Aber das fände ich irgendwie seltsam. Also, ich weiß nicht. Der braucht noch 3 Tage. Es ist alles irgendwie ein bisschen... Hm. Wir schauen jetzt nochmal ganz kurz, ob wir hier Unkraut haben, was wir noch reintun können oder irgendwas anderes einsammeln können. Und dann schauen wir uns mal das Feld an, was wohl fertig ist, wenn ich das richtig verstanden habe. Heiliger Strohsack. Das müsste ja das Feld sein. Da müssen wir dann wahrscheinlich auch wieder irgendwelche Rohstoffe... Ah, nee, das Feld ist schon... Ah! Ach, schau mal einer an, die gehen ja automatisch drauf. Wie geil ist das denn? Das heißt, ihr müsst nur noch lieb gehabt werden. Oh. Ja, cool. Andererseits, ich sehe jetzt keine Ausrufezeichen mehr. Das ist natürlich ein bisschen hinderlich. Weil ich jetzt natürlich auch nicht weiß, welches Schaf ich schon hatte und welches nicht. Ich meine, klar, ich sehe das dann an den Herzen. Dich dürfte ich theoretisch noch nicht gehabt haben. Aber was natürlich geil ist, dass die sich jetzt, also dass ich die jetzt gar nicht mehr füttern muss. Ich hoffe, das hält dann auch so an, dass das jetzt nicht irgendwie zwischendurch dann losgeht, dass irgendwann, weiß ich nicht, das Feld verdorrt ist oder so und ich dann doch wieder Futter brauche. Ich weiß es ja nicht. Das wäre natürlich nicht so schön. So, Schneeflocke. Deine Wolle wollte ich haben. Dankeschön. Aber das ist auch gleichzeitig blöd. Warum kann man sowas nicht für die Hühner machen? Naja, gut, klar. Man kann dem jetzt schlecht ein Feld machen. Insofern kann ich das schon nachvollziehen. Ist aber trotzdem schade, dass das so nicht geht. Ja.
Oh mein Gott, da kommen sie schon wieder alle angelaufen. Ja, komm mal her. Pika ist das. Oh, ich hatte gerade Beatrix im Kopf. War Beatrix? Nee, Beatrix war, glaube ich, nicht weiß, oder? Ich bin mir jetzt ehrlich gesagt überhaupt nicht mehr sicher. Oh, das sind so viele Hühner. Alle sehen gleich aus irgendwie. Und, naja. Bist du Beatrix? Nee, du bist Kikeriki. Okay, dann war Beatrix doch schwarz. Na gut. Kann man denn... Weil das ist auch komisch. Da gibt es keine braunen Hühner dabei. Dabei gibt es ja im Real Life so viele braunen Hühner. Doch, Moment. Da, ach, gucke mal. Dich wollte ich jetzt nicht, aber dich nehme ich auch. Ich habe eigentlich das braune Huhn, was gerade auf mich zukam, angeklickt. Aber ist auch kein Problem. Wenn du noch nicht gehabt hast, dann gebe ich natürlich gerne. Ich gebe nur nicht doppelt. So, Moment. Stehen bleiben? Ach, Nugget war das. Okay. Gut. Aber dass es kein braunes Schaf... braun schon, aber dass es kein weißes Schaf gibt, das finde ich trotzdem immer noch ein bisschen komisch. So, du bist der Letzte. Du bist Beatrix. Ja, logischerweise. Wenn sie die Letzte ist, dann muss sie ja Beatrix sein, wenn ich die ganze Zeit schon nicht hatte. Okay, aber zumindest um einmal füttern brauche ich mich nicht mehr kümmern. Das ist immerhin schon mal etwas. Ist nicht so viel, aber es ist schon mal etwas. Oh, such a good cat. Ach ja, dieser arrogante Blick immer noch, wenn man sagt, dass sie ein gutes Tier ist. Naja, aber ist jetzt nicht negativ gemeint. Wir haben heute Sonntag. Das heißt, die sind wahrscheinlich eh, obwohl doch, die arbeiten, glaube ich, sogar an einem Sonntag, ne? Meine ich. Oh, it is a recipe. Rindfleisch mit Cheetake. Okay, also die Pilze haben wir auf jeden Fall. Nur das Fleisch haben wir natürlich nicht. Das müssten wir dann kaufen. Ist das zufälligerweise? Ich glaube es ja nicht. Nee, das war irgendwas mit Roastbeef, glaube ich. It is a recipe. Miso-Suppe. Ich schau mal kurz. Nee, das war es nicht. Mit J war es, glaube ich, ne? Ich schau mal eben kurz nach. Bei unserem geliebten Wesley. Kann man da... Ach so. Ja, Roastbeef war es. Und Schweinebraten. Hm. Und die kann ich alle beide nicht machen. Da habe ich immer noch kein Rezept für, soweit ich weiß. Oh, Mann. Is it a... It is a recipe. Asopao. Hähnchen mit Reis. Okay. Aber ich freue mich auf jeden Fall, dass ich neue Sachen jetzt wieder dazu gelernt habe. Sehr schön. Man freut sich ja immer über Kleinigkeiten. Ich habe mich auch über die Tatsache gefreut, dass ich bei meinem Plastikenten-Simulator, dass ich da weitergekommen bin. Also mir fehlen noch 3 Errungenschaften von den 28. Aber ich habe keine Ahnung, wie ich die bekommen soll. Weil 2 von denen weiß ich, wie die heißen, aber nicht genau, wie man die bekommt. Und naja. Marty hiked all the way up here to drop off a flyer for his election bid. I didn't have the heart to tell him he needn't have bothered. Otto hasn't come round at all, of course. Otto hat sich nicht blicken lassen. Naja, gut. Der denkt wahrscheinlich, dass er jetzt automatisch wiedergewählt wird, aber das wird ihn nochmal ganz schwer treffen, glaube ich. Muss man dazu sagen, wenn unser Wahrsager, also Shelby, wenn der schon sagt, dass er nicht gewählt wird oder dass er nicht nochmal gewinnt, sage ich mal, dann ist es wahrscheinlich egal, für wen man stimmt. Dann haben die, ja, Kitty hatte ich eben gemacht, dann haben die wahrscheinlich eh alle schon, ja, ein vorgefertigtes Wahlergebnis, sage ich mal. Hi, Wesley. So, Zephyr talked you into a Whirligig. Ah, she made one for me a while back. The thing was supposed to reshelve books, but it organized my entire store by book size. I couldn't find anything for months. Das ist natürlich scheiße. Haben wir noch irgendwas? Nee, haben wir nicht, ne? Schade. Wobei Steak, also irgendwas Fleischiges hätte ich ihm wahrscheinlich auch geben können.
Ja, dein Ding habe ich leider noch nicht gefunden. You know, goblin cuisine doesn't use sugar. Ma said it was so human to make food sweeter. And my sister'd make fun of my sugar cravings. But I still have a sweet tooth. If I lived in Fairhaven, I'd go to that precious blonde fella's bakery every day. Ja, was soll man dazu sagen? Zucker ist ja auch das Teil oder das Zeug, was die Menschen so überhaupt gar nicht brauchen. I have warned Wesley to spend less time in your village, now that they are even more suspicious of outsiders. But the human side of him wishes to be around other humans. Vor allen Dingen sind wir mal ehrlich, ich achte mal darauf, dass es entweder nur leicht gezuckert ist oder gar nicht gezuckert, was mir natürlich lieber ist. Aber ich muss auch dazu, was heißt aber? Und ich muss auch dazu sagen, es schmeckt wesentlich besser, wenn nicht so viel Zucker drin ist, weil der Zucker zerstört wirklich vieles. Geschmacklich. Patty gets annoyed when I leave Ravenwood Hollow to go check on my little woodland friends. But they're all so busy preparing for winter. I must go help them however I can. Das ist immer sehr löblich. Und ich rede jetzt natürlich nicht von Fruchtzucker, ne? Also wenn jetzt irgendwo Fruchtzucker drin ist, wie in Erdbeeren oder so, das ist natürlich mega lecker. Kann man auch nicht rausmachen, muss man jetzt auch dazu sagen. Sonntags, nee, dann geht er, glaube ich, auch wieder nicht arbeiten. Du hast ganz sicher auch wieder keine Quest für mich. Nee, hast du nicht. Dann schauen wir nochmal kurz am Strand nach, ob wir da noch irgendetwas finden. Ja, ich weiß, es tut mir echt weh, wenn ich die ganzen Fische quasi liegen lassen muss. Oh, ist das gut, Seetang. Mit dir brauchen wir nicht mehr zu reden. Es hört sich so nett an, mit dir brauchen wir nicht mehr zu reden. Du bist jetzt abgeschrieben, mit dir reden wir nicht mehr. Nein, natürlich nur, damit wir schneller vorankommen im Ganzen. Es ist Sonntag und er ist hier zum Verkaufen. Was ist denn jetzt los? If you win the election, will you move out of the ranch? Isn't it tradition for the mayor to live in the mayor's mansion? Yes, but the animals... will come with me. We'll figure it out. Willst du mich verarschen? Ja, aber die Tiere, die kommen mit. Das ist geil. Gut, wir kaufen nochmal neues Futter. Jetzt weiß ich nicht, da haben wir 35. Wir kaufen nochmal 5 drauf, dann haben wir 40 glatt. Und ja, ist jetzt nur, falls doch mal irgendwas sein sollte, dass eine Dürre ist oder irgendwas. Und ist natürlich blöd, oder es wäre blöd, wenn jetzt gerade an dem Tag oder an den Tagen danach er nicht arbeitet. Wir waren auch 100%. Stimmt, nach dir muss ich gar nicht mehr gucken, dann brauche ich unten gar nicht rumlaufen. Ha! Schon wieder alles vergessen hier. So, ich bin ja mega happy, dass wir zumindest teilweise die Leute schon mal auf 100% haben. Also mit den Herzen. Parker came by and said he's going to try to keep Emmy and Finn from running around unsupervised so much. I guess he thinks there might be malcontents here too. I feel bad for them. I know what it's like to be locked up all day with an overprotective parent. Ja, aber deswegen wird er jetzt nicht so freiheitsliebend und durchgeknallt sein. Das ist eine Charakterart. Thanks again for helping me find my sheet music. I don't know what I would have done. You can't just play hot cross buns at a wedding. So, bei dir brauchen wir noch Herzen. Oh, noch sehr viele. Don't tell anybody, but I thought about running for mayor. Wait, what? Yeah, I'm still new, the timing's not right, but Otto and Marty, what kind of choice is that? Ja, dann mach das auf jeden Fall, Kim. Also du bist jetzt nicht gerade meine Lieblingsfigur hier, aber ich würde dich auf jeden Fall den beiden vorziehen, definitiv. Hallo, kann ich mit ihm jetzt auch mal reden? Kann doch nicht sein, dass sie ständig anvisiert wird, wenn ich hier vorne stehe. My parents called the other day and asked if I wanted to sell the bar. They said it'd be good to travel, but I'm not sure where I'd even go. Oh, ich habe so viele Orte, wo ich hingehen würde. Ja, jetzt kann ich sie wieder nicht mehr anwählen, das war ja klar.
I've healed so much since Giacomo's passing. I used to think it meant I'd hurt less to think of him. But for me, it means being able to feel more than just grief. Hatte sie nicht gesagt, ich soll heute wiederkommen? Ach so, gehe abends zum Diner. Ja, was heißt abends, wenn sie geschlossen hat? Das wäre ja scheiße, dann wäre ja gar keiner da. Ich meine, ich will ja kein romantisches Dinner haben, deswegen mit dir muss ich noch sprechen. I'll be honest, I don't know that I can fully support this neighborhood watch. Maybe there are malcontents on this island, but when people start reporting each other over the smallest things, well, that never ends well. Ja, das haben wir ja zu Hitlers Zeiten schon gesehen. Shelby came up to me the other day and asked me if I could point out the pinnacle of self-realization. I told him it was in his mind, and he chuckled and said, "No, it's in your mind." What an odd fellow. Okay, oh, Bürgermeisterwahl. Otto keeps muttering about how disloyal Marty is for running against him. I don't know why he seems to expect to run unopposed every time. I suppose the path ahead has always been cleared for him in life. Ja, aber nicht besonders gut, so wie er aussieht. Jetzt will er noch. Oh, bitte keine Seide, bitte nur Stoff. Ah, there's one of my favorite citizens. I want to make a banner to hang up at our victory party in the mayor's mansion. Otto Soft, Fairhaven Strong. Oh, victory party. Feeling confident, I see. Why wouldn't I be? Has anyone said they actually plan to vote for the new guy? They hardly know him. Of course they don't. Anyway, can you supply me with some fabric for the banner? Ja, Stoff ist okay. Sure, no problem. Excellent! It's going to be the best banner any mayor ever had. Huge! Ach, nur einmal Stoff. Ja, das doch, habe ich den schon? Do you have my fabric yet? Vanessa wants to get them painted, so they have time to dry before election day. Ich glaube, ich hatte den schon mal auf Vorrat extra gemacht, ne? Yes, here you go. Perfekt. Fantastic! Thanks for doing your part to make my celebration a success. I wish I could extend an invitation, but it's really just a few dozen of my closest donors. I mean friends. Da gehöre ich natürlich nicht zu, wenn ich so viel für dich tue. Ach nee, der war ja sowieso schon ausgelevelt, ne? Was sitzt du denn hier noch so rum? Nein, mit dir will ich... Stopp, mit dir will ich gar nicht reden. Du bist ja schon voll, das heißt, das können wir uns ja sparen. Da du keine Quest hast, müssen wir dann auch nicht mit dir reden. Ich weiß, das klingt jetzt sehr böse irgendwie. Aber ist doch wirklich so. Dann können wir uns die Zeit nämlich sparen, die wir jetzt damit verbringen würden, mit ihm zu quatschen. Und schauen in der Zeit nochmal hier nach. Dich hatten wir heute noch gar nicht gesehen, ne? Vanessa's tried to talk to me about Otto's campaign so many times now, but I think it's because she doesn't know how to talk about other things. Normal things. The poor woman. She needs more friends. Ja. Also mittlerweile finde ich sie ja doch ganz sympathisch. Sie ist immer noch ein bisschen komisch irgendwie. Vielleicht liegt es doch einfach nur daran, dass sie so diese Bürgermeister-Ische markiert, sage ich mal. Aber sie wird mir auf jeden Fall sympathischer. Er ist mir immer noch nicht sympathisch. Emmy is so smart, but she knows stealing is wrong. She could have just asked Juliet if she could see the sheep music. Sometimes my children baffle me. Ja, manchmal steckt man nicht drin. Da kann man die Kinder noch so gut erziehen und am Ende kommt nicht das raus, was man alles an Zeit und ja, Hingabe investiert hat. Aber es ist eine Charakterbildung. That Marty fella came all the way out here trying to win my vote. Didn't have the heart to tell him. It's a lost cause. Why do you say that? He could still win. It's not in the stars, I'm telling you. Also heißt das, dass Kim gewinnen würde? Also ich würde es mir wünschen. Ich bin ganz ehrlich, ich würde lieber für Kim stimmen, als für diesen, ja... Der Typ, der mir die Ranch abgenommen hat. Seitdem ist der bei mir ja unten durch. Ah, sehr gut. Auf jeden Fall kann ich noch... Moment, hier ist noch irgend... Achso, ich muss ja abends wiederkommen. Okay. Dann würde ich sagen, den Rest können wir jetzt nicht mehr machen.
Aber ich könnte noch ein bisschen farmen. Dann würde ich sagen, machen wir es andersrum. Ich gehe jetzt noch ein bisschen in der Mine farmen. Vielleicht habe ich ja irgendwann mal den Glück und finde endlich mal den Schlüssel zur letzten Ebene. Weil ich vermute mal ganz stark, dass das, was wir für unsere Goblin, war es glaube ich, Dame suchen, oder Kobold-Dame, ich weiß es jetzt nicht mehr, dass das wahrscheinlich in der letzten Ebene der Mine sein wird. Ich hoffe es zumindest. Und wir haben ja nur noch eins, deswegen dementsprechend mache ich die dann jetzt, oder versuche die halt immer wieder so lange zu kriegen, ja, bis ich irgendwann entweder aufgebe, weil ich es überhaupt nicht kriege, oder bis ich endlich mal in der letzten Ebene angekommen bin. Wir sehen uns dann gleich wieder, wenn ich das erledigt habe und wenn es Abend ist, dann gehen wir nämlich gemeinsam zu diesem schrecklichen Dinner. Also schrecklich wird es nicht werden, weil er ist ja sehr nett, aber es ist halt nicht derjenige, den ich heiraten will. Ich würde gerne ein Dinner mit Wesley haben. Das wäre jetzt perfekt. Na gut, wir sehen uns gleich. Hey, this looks like a key to the next level. Oh, endlich. Wir haben den Schlüssel gefunden. Und ja, das nächste Level sieht wirklich seltsam aus im Vergleich zu denen davor. Okay, wir schauen uns hier mal ein bisschen um. Vielleicht können wir ja das Teil finden. Und wir sollten normalerweise ein oder zwei Truhen noch finden. Hoffe ich zumindest. Ich habe mir jetzt extra noch mal ein... Was ist das denn für ein Ding? Extra noch mal wie nennt sich das? Schlossknacker gemacht. Sieht aber irgendwie nicht... Moment, ist das? Nee. Schade. Aber eine Truhe haben wir schon mal. What's inside? I cannot see. I'll open you up and set you free. Neue Rezepte. Avolatte, Avocado-Brot und Anzackkeks. Okay. Ja, geil. Nicht so geil ist, dass ich jetzt hier das Ding gar nicht gefunden habe. Ich war jetzt so fest davon überzeugt. Aber das sieht so aus wie das hier. Ich war jetzt so fest davon überzeugt, dass ich das hier finden würde. Hier unten kamen wir her, ne? Kann man auch nochmal angeln? Oder wie? Ja, tatsächlich. Dann gehen wir doch mal einmal angeln von dem, was wir noch haben. Mal gucken, ob wir hier andere Fische fangen. Das könnte natürlich sein, weil das so unterirdisch ist. Da müsste man ja normalerweise was anderes fangen als bei den Fischen. Oder als bei den Stellen, sag ich mal, oben. Blinder Katzenwels, ein Höhlenraubfisch. Es ist ein seltener Fang. Okay. Wieder ein ekliger seltener Fang, aber Hauptsache ein seltener Fang. Ja, geil. Dann wissen wir auf jeden Fall schon mal, wo wir nochmal ganz andere Fische hier angeln können. Moment, das können wir noch mitnehmen. Tja, was mich jetzt nur richtig enttäuscht, ehrlich gesagt, dass wir das Ding nicht finden. Also, wonach unsere Freundin da, unsere lila Freundin gesucht hat. Hier komme ich nicht runter. Wieso haben die das denn hier so komisch gemacht, als ob man da runter kann? Ich verstehe auch immer noch nicht, was mit den Kristallen hier eigentlich ist. Warum kann ich die nicht abbauen? Hab ich mich jetzt erschrocken, als die plötzlich vor mir stand. Ja gut, also das können wir nicht machen. Aber dann weiß ich echt nicht, wo wir das finden sollen. Dinner für zwei. Ja, das ist klar. Es ist auch kein Ausrufezeichen drin. Also wir haben es jetzt auch nicht irgendwie gefunden, können es aber nicht mitnehmen oder so. Das ist doch doof. Das ist wirklich doof. Das ist was mich jetzt irgendwie innerlich so ein bisschen anfrisst. Weil ich habe wirklich, bin davon ausgegangen, dass wir das auf der letzten Stufe kriegen müssen. Weil wir es ja vorher nicht bekommen haben. Ja, und jetzt? Ich soll heute Abend hier hingehen. Das ist ja toll. Oder meinen die mit Abend wirklich... Ah, jetzt geht's auf. Okay.
Sophia, it smells so good in here. Whatever you're making, it is gonna be awesome. Tara, I don't wanna, you know, like, freak you out or anything, but I have something I wanna tell you. I like you. Like, really like you. I think I wanna get serious. Nice. Whew. Oh man, is it hot in here or is it just me? Oh, ihr seid so gemein. Ich will ja Wesley haben, deswegen, es tut mir wirklich sehr, sehr leid, Damon. Du warst mal meine erste / zweite Wahl. Das hört sich jetzt so gemein an. Eigentlich war ja der Surfer dann am Ende meine erste Wahl. Und ich finde ihn ja auch irgendwie niedlich und alles, aber ich habe mich so eingeschossen, einen Werwolf zu heiraten. Deswegen, es tut mir wirklich leid. I'm sorry, Damon. I really like you, but not that way. Can we be friends? Sure. Yeah, that's cool. You know, I just remembered I need to pick up some supplies from the bar, so... Damon, wait! Es tut mir leid, es tut mir leid. Kann ich mit ihr jetzt nochmal sprechen? Nee. Oh, es tut mir wirklich so leid. Wir mussten ihm das Herz brechen. Und das alles nur, weil wir Wesleys Herz haben wollen. Das hört sich so gemein an, aber... Ich finde ihn ja wirklich schnucklig und alles, ja? Und es tut mir jetzt auch echt leid, dass er jetzt so traurig deswegen ist. Und es ist echt scheiße, weil er ja auch im Zirkel ist und so. Aber... Ich will halt den Werwolf. Ich will Wesley, da kann ich doch nichts für. Ja, wir warten jetzt noch mal eben darauf, bis es 7 Uhr ist. Also beziehungsweise ich warte eben noch darauf. Dann werde ich mir hier die Blumen schnappen und ja, ich werde mal schauen. Ich werde noch mal mit denen im Zirkel, glaube ich, sprechen. Aber wenn... What kind of a witch will you be? A good witch? There are no good witches or bad witches. Only good or bad actions. I can't get my mom's face out of my mind. She seemed scared. Worried. But about what? Ugh, it's keeping me up at night. I need my beauty sleep. Is the coven the reason people seem to be afraid of these woods? Who's afraid? It's not the woods that will do them harm. People do a fine job creating their own troubles. Between the bar and our coven, I'm always at home in Fairhaven. Welcome, all. Ugh. Maintaining the glamour over the stone circle and balancing the wellspring is wearing us too thin. Yeah, managing this and the bar, I feel like a sloth. You already were one. I think I know a way to relieve ourselves of this burden. I have some anemone seeds I never planted. What if one of us plants them in the gloaming? Ah, you want to harvest them once they've soaked up magic from the wellspring? Why can't I just plant them on my farm? That's not as dangerous. Because the soil on your farm isn't soaked in wellspring magic. Anemones are powerful magical plants that only thrive in places close to the wellspring. We could use the flowers to keep the glamour going without as much work. Exactly. Let me be the one to go back. If there are more echo blossoms out there, I'm gonna find them all. But you can't go alone. So I'll go with her. You sure you want to? How else will I keep my adrenaline pumping? Besides, I promised Grandma that I'd be there for you. Ordinarily, I wouldn't let the two least experienced coven members go into the gloaming unaccompanied, but we're overwhelmed as it is, so... If you let yourselves get hurt in there without me, I'll never forgive you. Chill. We got this. While we were in there last time, I noticed some spinner web had crossed one of our paths. Their webs are incredibly tough. But dissolve in the light of spirit flame. This lantern will channel the spirit flame to destroy the web. And stop you from accidentally burning your eyebrows off. I'm not sure how many such webs will be in your way, so you may need more spirit flame to get through. You'll need to get past them, as I'm certain there are spots where the anemone will thrive in that direction. Oh, let me work the portal this time. Tara, let me know when you're ready to go.
Okay. Sarah, you want to go now? Ich würde sagen, ja, ne? No time like the present. Let's do this. Here we go again. How are you feeling? Aufgeregt? Excited? Are you kidding? I can't wait to see what we find. Me too. Maybe it's weird because of my mom and all, but this place fills me with energy. Now, let's find the perfect spot for those anemone seeds. We should follow the adept's advice and look on the other side of that spinnerweb. Okay, also ich denke mal, mit dem Symbol gehen wir... Kommst du nicht mit? Okay. Was ist denn das Kleine hier für ein Viech? Oh. Ja, das ist wieder so blöd. Da kann man wieder nur... Da muss man ja erstmal reinlaufen, damit man dann gefangen wird. Das finde ich immer so doof gemacht, dass man das nicht im Voraus machen kann. I am all... Nein! Ach, ich hasse es. Ich hasse es wirklich. Jetzt habe ich... Oh doch, ein bisschen. Was habe ich noch da? Die kann ich nicht benutzen. Die sind nämlich für die... Nee, Popcorn hätte ich. Popcorn kann ich nehmen. Machen wir das doch. Die Frage ist... Ja doch, wir müssen beide anpflanzen. Ja, okay. Das wäre jetzt nämlich die Frage, wir sind rechts oder links, ist eigentlich egal, ne? So, das heißt dann aber auch gleichzeitig wahrscheinlich, dass ich jeden Tag hier mal vorbeikommen muss, oder? Ugh, it looks like I'm all out of juice. I'll need to brew more spirit flame to get through here. Oh nein, ich hatte gehofft, ich komme da auch durch. Oh. Na gut. Whoa! Did you see that? That terrifying streaky ghost thing? Yeah, hard not to. We better get back to the coven. That thing was headed straight for the portal to the stone circle. Woo! That all turned out fine. I take it back. Holy moly, what happened here? That wraith came straight out of the stone circle. We were so worried about you two. It's all good, Lena. Nothing happened to us. Is this our fault? That spirit got through because it's been harder and harder to balance the wellspring. Not your doing, so don't worry yourself about it. During summer, Perry mentioned that she was concerned about the wraiths. Well, as well she should be. They're dangerous spirits born of the places where the wellspring's magic has been sucked dry. Some of those djinn have been trapped inside the gloaming for centuries. This one got past us because it's darker than most, and more powerful. We must find and bind that genie again. Can I help? We must wait for it to reveal itself. In the meantime, be careful getting home tonight. Gib der Kräuterkundlerin Anemonenblumen, damit sie glanzverstärkende Tränke herstellen kann. Ja, wenn ihr mir sagt, wo ich die herkriege? Warte darauf, dass der Geist sich zeigt. Tja. Okay. Also, wir haben da doch noch was erlebt. Ich habe mich doch ein bisschen zu früh verabschiedet, wie ihr merkt. Wir könnten... Nee, Moment. Wir könnten hier oben noch mal ein paar Beeren reintun. Ja, von mir aus auch drei. Ich weiß nicht, warum das jetzt überhaupt nicht mehr funktioniert mit dem Aufladen. Aber gut. Puh, das war jetzt nochmal... Das sah jetzt nicht so spektakulär aus, aber es war doch irgendwie schon aufregend. Das ist jetzt die Frage. Ich denke mal nicht, dass jetzt irgendwas passiert auf dem Heimweg. Das glaube ich jetzt nicht. Moment, mit dir können wir auch noch reden. Angus and Francis seem really happy. But my mom and dad did too before she left. I don't know why I said that. I just hope they have better luck, I guess. Ja, das, die müssen selber daran arbeiten, ob sie die Beziehung haben wollen und ob sie so weiterleben möchten. Das müssen die alles für sich selbst entscheiden. Da kann man entweder noch so glücklich sein und sich doch trennen oder unglücklich sein und zusammenbleiben oder was weiß ich was. Das muss jeder selbst entscheiden. Haben wir jetzt noch hier irgendetwas? Nee, ich soll einfach nur die Anemonenblumen...
Also ich könnte mal gucken, ob ich die bei der einen kaufen kann, aber ich glaub's ja eher nicht. Tja, aber dann würde ich sagen, für heute machen wir dann wirklich erstmal Schluss. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ciao! Should I go to bed? Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann kannst du mich auch gerne abonnieren.